Ja, da bin ich wieder, euer Elo, und es geht wieder weiter mit Minecraft. So, ich habe mir überlegt, ich will jetzt hier erstmal so ein bisschen weiter bauen. Ich wollte ja eigentlich diesen Weg hier ein bisschen breiter machen. Das werde ich jetzt auch erstmal tun. Dafür nehmen wir das hier erstmal weg. Und ich werde den aber hier so ein bisschen bis zur Kante ziehen, habe ich mir überlegt. Und hier müssen wir mal gucken, weil hier haben wir jetzt ja noch das ganze Wasser. Das heißt, theoretisch. Warte mal, das muss ich ja eh wegmachen hier. Müssen wir dann. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das erstmal mit Erde zumache. Mache ich erstmal so. Wollte das ja ganz gerne hier so ein bisschen rüberziehen. Ein bisschen verbreitern, obwohl das können wir eigentlich auch erstmal weglassen. Das auch. Und warte mal, das werde ich jetzt erstmal hier so ein bisschen wegmachen. Ach scheiße, jetzt haben wir ja. Ich müsste das eigentlich so ein bisschen. Von wo kommt denn das Wasser hier? Sieht ein bisschen blöd aus, ne? Geht das weg oder bleibt das? Bleibt anscheinend. Okay. Ich wollte das hier ganz gerne so ein bisschen wegnehmen. Mal gucken, ich wollte hier so eine Reihe freilassen. Aber wie mache ich das? Gehe ich jetzt erst. Eigentlich müsste ich den wegmachen. Dann. Ach, lassen wir das so. Das heißt, und hier gehe ich dann rein und das machen wir auch weg. Habe ich mir so gedacht, da machen wir alles weg hier. Muss man gerade ein bisschen leiser machen. Moment. Okay, dann haben wir hier alles weg. Dann machen wir das noch weg. So, und hier mache ich ja dann noch. Ui. Ja, super, jetzt haben wir. Oh, jetzt haben wir keine Schaufel dabei. Das ist natürlich blöd. Da müssen wir uns erstmal eine holen. Aber kann ich eigentlich auch erstmal hier schon mal das hinsetzen. Dass ihr schon mal ungefähr seht, wie ich mir das gedacht habe, aber ich denke mal. Das habt ihr euch schon gedacht. So, dann machen wir da noch einen. Achso, da kommen wir jetzt ja nicht rein. Und vielleicht so. So. Sandstein. So. Ja, das lassen wir auf jeden Fall so. Dann kann ich nämlich hier auch vielleicht noch. Oder das mache ich vielleicht weg. Ja, ich glaube, das mache ich weg. Das mache ich auch weg. Dann machen wir das nämlich so. Ja, das sieht auf jeden Fall dann besser aus. Okay, Leute, dann brauche ich jetzt erstmal noch ein bisschen Werkzeug. Warte mal, hier habe ich doch jetzt alles weggenommen, oder? Ups. Na, geh schon da rein. Ja, hier habe ich alles weg, okay. Okay, dann ja, baue ich mir jetzt erstmal. Oh, jetzt habe ich natürlich nur einen Pflasterstein. So eine Scheiße.
Egal, ich habe jetzt keine Lust, da nochmal runter zu latschen. Dann könnten wir eigentlich, warte mal, das ist ja breit genug, das können wir vielleicht so lassen. Dann könnten wir theoretisch hier schon mal kurz abbauen. Und diese schon mal breiter machen auch. Also diesen Weg. Dann kriegen wir hier auch ein paar Pflastersteinchen. Ich hoffe nur, dass ich noch genug von diesen Sandsteinen habe, dass das reicht. So, warte mal. Das heißt so, und hier kommt dann wieder diese Steinkante, diese Pflastersteinkante. Okay. Machen wir das erstmal nur bis hierhin, würde ich sagen. Warte mal, die nehmen wir erstmal raus. Und dann setzen wir hier schon mal wieder Pflasterstein hin, so. Lalalala. Weil wie gesagt, das sieht dann glaube ich schon ein bisschen besser aus, wenn das breiter ist. Und ja, als nächstes wollte ich ja das Feld hier bebauen. Und ja, schauen wir mal, was da so bei rauskommt. So, dann machen wir hier schon mal alles weg. Gehen wir einfach einmal rum, würde ich sagen. Dann haben wir das nämlich auch schon mal. Dann hole ich mir gleich ein paar Sandsteine aus dem Keller. Und dann kann ich nämlich die anderen Flächen schon mal wieder ausfüllen. Dann habe ich nämlich das auch fertig. Und ich glaube, da muss ich wohl, das kann ich eigentlich auch schon mal machen hier, da muss ich wohl oder übel noch ein bisschen Holz farmen. Weil die Zäune und so, was ich noch im Keller habe, das wird unter Garantie nicht reichen, da bin ich mir sicher. So, dann gehen wir erstmal hier wieder dran lang. Ja, blöd, dass es jetzt schon wieder dunkel ist. Aber da müssen wir durch. So, dann müssen wir noch ein und dann gehen wir hier nochmal runter. Ja, nichts als Arbeit, alles nur Arbeit. Aber ich muss jetzt erstmal ein bisschen so einen Grundriss hier reinkriegen überall. Weil, wie ich schon erwähnt habe, ich habe mir ja so echt so ein paar Gedanken gemacht, wie ich was machen kann. Und da habe ich so ein paar Sachen, also das sind ja echt schon das, was man hier bauen kann. Also da Wahnsinn. Da sind schon ein paar kranke Sachen dabei. Ich hoffe, ich kriege das alles so hin, wie ich das vorhabe. Ja, hier müsste es auch so einen Baumarkt geben, wo man die Sachen einfach drinnen kaufen kann, dass man die nicht unbedingt selber farmen müsste, aber da werden wir leider nicht drum herum kommen. So, ups, haben wir noch? Jetzt habe ich schon wieder keinen Pflasterstein, okay. Gut, dann holen wir das direkt mal aus dem Keller und ja. Machen wir mal. Gehen wir mal in unser schmuckes Häuschen. Und in unser Lager. So, Pflastersteine haben wir hier, ne? Ja, sehr schön. Ich hoffe nur genug. Warte mal, dann nehmen wir erstmal zwei Dinger mit. Okay, das war Erde. Erde haben wir hier. So. Okay, was haben wir hier? Wo haben wir jetzt? Hier haben wir nur noch Sand. Hier haben wir Kies und wo haben wir jetzt? Ich muss hier. Ah, hier. Sandstein. Ich muss unbedingt Schilder machen demnächst. Aber dazu brauche ich auch schon wieder Holz, ne? Warte mal, dann. Ach, Scheiße, warte mal, habe ich das Metall, das Eisen habe ich hier noch, oder? Weil dann, ups, dann könnte ich mir eigentlich erstmal kurz noch eine Schaufel bauen oder zwei. Und, warte mal, Axt habe ich zwei, Hacken habe ich auch noch.
Na komm, bauen wir uns noch eine Hacke. So, dann nehmen wir das mit und tun das erstmal wieder unten rein. Okay, dann haben wir erstmal ein bisschen was gut. Die Samen, die können wir erstmal noch da reinpacken, dann haben wir die auch wieder aus der Tasche. Und dann geht's jetzt weiter. Dann können wir erstmal den Sandstein setzen. Fangen wir einfach mal direkt hier an, dann haben wir das auch fertig. Schmalen Eingänge, die lasse ich hier erstmal. Das können wir eigentlich auch erstmal hier weitermachen. Das ist ja eigentlich wurscht, wo wir das machen. Wir müssen ja eh alles fertig machen. Aber sieht schon mal ganz schick aus. Also finde ich zumindest. Aber dagegen. Also man glaubt gar nicht, was hier so an Material drauf geht. Ey, das ist. Wahnsinn, echt. Aber irgendwie müssen wir ja vorankommen. So. Machen wir das erstmal. So, 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 so. Hier alles schön zumachen. Okay, dann können wir eigentlich so, so. Das sieht doch schon mal gut aus. Dann nehmen wir das noch weg hier. Machen wir hier noch ein bisschen Platz. Und bauen wir wenigstens bis hier vorne an die Kante. So, warte mal, das machen wir dann so. Okay. Dann hätten wir das nämlich auch, dann machen wir das so. Obwohl, das muss ich wegmachen, das sieht scheiße aus. Das müssen wir auch so machen, dass wir hier noch so einen Pflasterstein reinhauen, so. Ja, das sieht dann, denke ich mal, ein bisschen besser aus. So, dann müssen wir hier wieder Pflastersteine an der Kante machen. Okay. Müssen wir dann aber hier eigentlich auch durchziehen. Oh. Ja, und hier mit dem Wasser müssen wir mal gucken, was ich da dann noch einstelle. Anstelle der Stelle machen wir das hier erstmal weg. So. Okay, das haben wir ganz durch. Dann machen wir jetzt gerade mal hier vorne das noch zu. Aber ich habe so das Gefühl, was haben wir denn noch? 64 Stück um diese paar Dinger. Das könnte echt knapp werden. Da müssen wir wohl oder übel noch ein bisschen Sand fahren demnächst. Also das oder so. Wir brauchen ja noch Unmengen davon. Also davon mal abgesehen. So, ja, schön. Gefällt mir schon mal. Oder? Ist doch eigentlich schon mal ganz cool. Ja, hier muss ich mir irgendwas einfallen lassen. So, machen wir das erstmal zu. Ich weiß halt nicht, ob ich von dieser Seite auch Zaun machen soll. Aber ich wollte eigentlich, um diese ganze Stadt, was ich hier vorhabe, zu errichten, eigentlich sowieso irgendwie so eine riesen Mauer drum machen. Aber ich muss mal gucken. Man entscheidet sich ja immer zwischendurch wieder um und macht dann doch was anderes. Und deswegen schauen wir erstmal jetzt, dass wir so ein bisschen vorankommen und ja, verändern können wir sowieso immer noch. Kommt wieder der Punkt, dass man irgendwann mal irgendwas wieder satt gesehen hat und ja, so, das haben wir jetzt erstmal. Das ist doch schon mal schön.
So, jetzt könnten wir allerdings mit Erde, dann hätte ich mal so ein bisschen Erde mitnehmen sollen. Und zwar, dass ich das hier so alles ein bisschen zubaue wieder. Ah, nicht so. Weil ich wollte das ja ganz gerne hier zu haben. So zumindest von hier ungefähr. Dass man hier noch ein bisschen was anderes draufbauen kann. Nicht, dass man so ein Mega-Loch hier hat. Machen wir das erstmal so. So ein bisschen. Das wollte ich doch gar nicht. Ich weiß nicht, ob ich das so hinkriege, wie ich es vorhabe. Warte mal, jetzt brauchen wir erstmal noch ein bisschen Erde. Nehmen wir die uns einfach mal hier weg und ein paar Blümchen auch noch. Okay, das war's mit unserer Schaufel. Dann nehmen wir einfach eine neue. So. Das ist ja schön, dass das hier mit der Erde so schnell geht. Finde ich. Da hat man ruckzuck was gesammelt und abgetragen hier. Das geht ja sowas von fix. So, da haben wir das, nehme ich das, machen wir auch noch weg. Ups. Und dann können wir nämlich das hier auch noch zumachen. Na, komm schon. So. Jetzt kann ich mir eigentlich doch nochmal diese Pflastersteine hier in die Hand tun und ja, ich müsste jetzt irgendwie. Ach, scheiße. Also hier müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen rein, dass wir das Ganze irgendwie. Warte mal, da können wir natürlich auch mit Erde nehmen. Ja, wir müssen das Ganze schon hier so ein bisschen zumachen. Würde sagen, so auf diese Höhe. Die Frage ist jetzt nur, da müssen wir ja noch diese Stufen da hinsetzen. Warte mal, da müssen wir das auf jeden Fall hier nochmal wegmachen. Dann setzen wir hier welche hin. Und, ach so, nee, Moment. Da müssen wir die ja lassen. Und hier jetzt eigentlich auch. Das heißt aber, warte mal, da haben wir zugemacht. Dann können wir hier erstmal so ein bisschen Platz machen. So. Dann nehmen wir das nämlich noch weg. Mal da wieder Pflastersteine rein. So, da kommen ja sowieso die Treppen vor. Ach komm, dann machen wir das nochmal richtig hier so ein bisschen. So, das heißt, hier kann jetzt theoretisch die Treppe runtergehen, so dom dom dom. Und dann können wir praktisch hier vorne gucken, dass wir irgendwie so eine Tür oder irgendwas reinbauen. Müssen wir hier eh nochmal ein bisschen was wegnehmen. Dann müssen wir das auch noch wegmachen hier, sonst wird das zu eng, wenn wir da so eine Kante haben. Das gefällt mir dann auch nicht so richtig. Machen wir das hier noch so ein bisschen weg. Ein bisschen schöner. So. Dann nehmen wir das mal so, so, so. Machen wir das so, so.
Okay, dann haben wir das nämlich schon mal. Jetzt brauchen wir hier erstmal noch die Steinstufen. Die gehen dann bis hier quasi. Und dann, obwohl, da hätten wir bald noch weiter reingehen können, wa? Naja, ich würde sagen, wir lassen das erstmal so, weil dann machen wir jetzt hier die Mauer so quasi hin. Und tun das an dieser Kante erstmal zumachen. So. Okay, dann geht es nämlich dann da rein. Dann können wir, hier sind ja drei Blöcke, dann können wir da theoretisch irgendwie gucken. Oder obwohl, das könnte man natürlich auch so machen, dass wir das bis hier oben, dass wir hier oben praktisch die Tür machen. Ja, muss ich mir gleich mal überlegen, wie wir das machen. Ich habe ja noch so eine Metalltür, die habe ich ja noch in der, in irgendeiner Kiste da draußen. Warte mal, dann machen wir das jetzt nochmal weg hier. Und machen das noch so. So, und das machen wir jetzt auch erstmal noch ein bisschen schöner. So. Ja, dann müssen wir jetzt hier auf jeden Fall, ja, die haben wir natürlich nicht dabei, diese Steinstufen reinmachen und das muss ich auch noch hier austauschen. So. Gucke ich mir das Ganze mal von oben an. Da wir immer gerade Kanten haben, müssen wir jetzt das auch nochmal wegmachen. Und das auch nochmal wegmachen. Und dann, na, dann hauen wir hier das rein. Und hier ist noch ein bisschen Samen, das nehmen wir noch mit. So, dann haben wir das nämlich jetzt von oben auch mal endlich schön zugemacht hier. Wir machen das jetzt erstmal so. Ich kann ja immer noch so ein Geländer oder, ups, irgendwas drauf machen. Aber erstmal lassen wir das so, wie wir es denn auch gemacht haben. So, dann machen wir hier noch. Ach, scheiße. Ach, scheiße. Mach das mal bitte weg. So. Ja, das gefällt mir schon mal. Dann haben wir nämlich das hier alles zu. Haben wir mal diesen Krater ausgebaut, wenn wir schon unser Haus daneben bauen. Und hier haben wir jetzt auch alles fertig. Jetzt müssen wir theoretisch, aber eigentlich. Das sieht irgendwie doof aus, ne? Jetzt haben wir hier so an der Kante das. Das heißt, hier müssten wir eigentlich auch so machen. Aber dann hat man hier dieses Stückchen da so. Ach, das lasse ich jetzt einfach so. Warte mal, dann haben wir hier, dann könnten wir, müssten wir. Ach, ich weiß nicht, ob ich da so ein. Warte mal, ich hole mir jetzt mal so ein paar Steinplatten aus dem Keller. Da müssen wir jetzt einfach mal so ein bisschen rumprobieren, würde ich sagen. Da muss ich mal gucken, wie das aussieht. So, was haben wir denn hier drin? Hier haben wir nur Sand. So, hier haben wir noch die Treppen, die brauche ich noch. Warte mal, die kann ich mir mal da reinziehen. Und dann haben wir diese Steinplatten hier und mit denen wollte ich mal so ein bisschen was ausprobieren. Haben wir noch irgendwo Holz? Ach ja, Zaun, da haben wir ja echt noch eigentlich vieles von, ne? Nee, allzu viele wollte ich eigentlich nicht nehmen. Dann. Warte, hier habe ich die Metalltüren drin, die Eisentüren. Ob ich da zwei oder eine reinmache, ich weiß es noch nicht. Nehmen wir die erstmal mit. Und gucken wir uns das Ganze mal an, dann, wie es aussieht. Oh, es laufen wir ein bisschen schneller hier. Oh, schön, der Mond geht auf. So, die Frage ist jetzt, wie mache ich was? Pass auf, wir hauen jetzt erstmal die Treppen da rein, dass wir ja das fertig haben. So, und da. Oh. Why? Oh. Gut, also das können wir später dann hier noch irgendwie mal ein bisschen schöner machen, aber. Ja, für den Anfang finde ich das schon mal echt nicht schlecht. So, aber
Hier ist es echt arg dunkel, ne, jetzt, wenn das oben zu ist, ey. Mein lieber Mann. Also machen wir hier erstmal ein bisschen Licht, würde ich sagen. So, scheiß drauf, wo. So, jetzt habe ich mir gedacht, wir machen hier irgendwie vielleicht, dass wir das, obwohl, da mache ich vielleicht nur eine Tür, oder? Naja, zwei Türen ist jetzt blöd, weil wir haben das nur drei breit gemacht. Scheiße. Ach, Scheiße. Okay, das muss ich irgendwie irgendwie anders machen. Die Frage ist jetzt, machen wir hier so ein, wie sieht denn das eigentlich aus? Nee, das gefällt mir nicht. Probieren wir das Ganze mal mit den Steinplatten. Ich hoffe, das geht auch. Das passt nicht von der Höhe, ne? Müssten wir so gehen. Aber obwohl, das sieht ja schon besser aus, oder? So, nehmen wir das noch mit. Das Blöde ist irgendwie, wir müssen ja diese Tür da reinkriegen. Das heißt, ich muss das ja trotzdem irgendwie hier zubauen, ne? Weil, wenn ich jetzt die Tür hier reinkloppe. Okay, hier geht das schon mal nicht. Das heißt, wir müssen das hier rein machen. Das heißt, ich müsste sowieso weiter nach vorne gehen. Das müssen wir wiederum mit Pflasterstein machen. Und warum geht das nicht auf? Warum geht die Tür nicht auf? Kann mir das irgendjemand verraten? Wie machen wir das denn am besten, ey? Warte mal, das müssen wir nochmal anders machen. Okay, das Ding ist auch kaputt. Dann, ja, wir müssen das ja irgendwie zumachen hier. Also zumindest habe ich mir das so gedacht. So in der Art und ja, das ist jetzt blöd. Wir müssen theoretisch, müsste ich jetzt die Wand noch ein bisschen weiter rüber ziehen, dass das besser aussieht, aber das kann ich eigentlich erstmal so lassen. Ich finde es nur gerade ein bisschen merkwürdig, dass ich verstehe das jetzt gerade nicht ganz, warum diese Tür nicht aufgeht. So, dann tun wir nämlich hier noch so eine Platte hin, hier eine Platte hin und hier eine Platte hin. So. Dann haben wir das nämlich zu. Dann machen wir das weg. Dann machen wir das einfach mal auch zu, oder? Und wenn wir jetzt dann so die Fackeln da dran machen, sieht das doch gar nicht mal so schlecht aus. Aber ich denke, wir müssen hier das noch wegmachen und weiter rüber, dass das so ein bisschen gleich aussieht. Ich verstehe nicht, warum diese scheiß Tür nicht aufgeht. Kann mir das einer verraten? Muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Eine Eisentür.
Warum geht die Eisentür nicht auf? Verstehe ich nicht. So, dann nehmen wir nämlich hier noch mal ein bisschen was weg. Moment, braucht man ja gar nicht so viel. Warte mal, hier ist. Und obwohl, dass das so zwei nach hinten geht, das wäre nicht schlecht. Dann machen wir noch so, so. Machen das hier wieder zu. Dann würde das auch so ein bisschen passen. Dann machen wir nämlich das hier weg. So, dann haben wir das nämlich gleich. Da haben wir den da rein. Dann können wir nämlich, genau, dann muss quasi das alles weg. Ah, da bin ich ja pingelig. Da bin ich ja pingelig. So, haben wir noch Sandstein überhaupt? Ja, 27, aber das ist nicht so wirklich die Welt. Ich hoffe, das reicht jetzt noch für das, was ich vorhabe. Aber ich denke mal schon. Ja gut, da unten hätten wir keinen reinsetzen brauchen. Ja, aber das reicht aber. Dann. Ja, dann machen wir einfach das hier weg. Ziehen wir die Mauer hier durch und dann haben wir es auch wieder fertig. Die ist gleich auch schon wieder hinüber. Können wir nämlich hier auch das so reinmachen. Müsste es jetzt eigentlich gewesen sein. Ja, das sieht doch schon mal besser aus, oder? Was meint ihr? Da müsste von oben noch irgendwie so ein Zaun drauf machen oder irgendwie sowas irgendwann später. Und dann denke ich aber, sieht das auch ganz cool aus. Aber das geht schon so. Aber ich muss hier irgendwie diese Tür reinbauen und ich verstehe nicht, warum das nicht funktioniert. Sie geht nicht auf. Kann man nicht irgendwie. Ach nee, das ging nur mit Stein, diese Knöpfe, ne? Aber die muss ich mal machen. Egal, ich lasse das jetzt erstmal so da drin, auch wenn ich da jetzt nicht reinkomme. Und den Rest hier lasse ich jetzt auch so. Das heißt, wir haben ja quasi hier das erstmal bis dahin gebaut. Hier haben wir ja auch alles zu, ne? Gut, ja, mit dem Wasser, das muss ich mir echt mal hier. Boah, keine Ahnung, was ich da mache. Jo, hier haben wir jetzt auch alles fertig. Sehr schön. Ja, als nächstes wollte ich eigentlich gerne. Habe ich mir gedacht, ja, dazu muss ich das hier eigentlich auch mal zumachen. Warte mal, das mache ich jetzt eigentlich erstmal. Oh, hier geht's ja echt ganz schön tief runter. Weil. Ich werde erstmal das hier zumachen, weil. Hier wollte ich das ja mehr oder weniger drüber bauen.
So. Und das ist auch scheiße, wenn wir dann irgendwann mal eine Reihe wegbuddeln. Warum auch immer, für Boden oder was weiß ich. Und wenn wir dann auf einmal hier in so ein tiefes Loch reinfallen, das ist auch kacke, ne? So. Weil dann würde ich eventuell hier das auch nochmal so ein bisschen abtragen. Aber hier haben wir jetzt auch noch eine Höhle. Oh, was machen wir hier? Oder machen wir da einfach, ich weiß es nicht, was wir da machen. Auf jeden Fall muss ich das hier mal so ein bisschen abtragen. Dass wir hier so ein bisschen Platz haben. Und, oder ich baue das mir hier vorne hin. Ich weiß noch nicht. Auf jeden Fall brauchen wir so ein bisschen freies Stück, dass wir so ein Häuschen hier hinbauen können, so ein bisschen größeres. Und, dann hatte ich vor, noch so ein paar Felder hier unterzubringen. Aber, ja, ich würde sagen, das überlege ich mir dann einfach direkt, wenn ich damit anfange. Ah, hier könnten wir vielleicht auch nochmal irgendwann reinschauen. Ach, da haben wir noch Kohle jede Menge. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, oder wir gehen mal hier runter. Ich glaube, da müssten wir ja auch in dieses Höhlensystem von hier vorne kommen. Irgendwie. Das denke ich mal, führt ja alles hier drunter lang. Ja, gut. Dann würde ich sagen, war es das erstmal für heute wieder. Für diesen Part. Und ich werde jetzt erstmal ein bisschen, ohne wieder aufzunehmen, ein bisschen farmen gehen. So ein bisschen Material und so. Dass wir dann vielleicht auch mit dem Haus anfangen können direkt und nicht erst ja, wieder so ein bisschen bauen, dann wieder aufhören, wieder ein bisschen bauen, aufhören, diese Sachen. Ich denke mal, das ist dann auch für euch besser, weil ja, wenn wir immer so mit dem ersten Haus immer zwischendurch abbrechen, das ist ja auch scheiße. Aber am Anfang ist es halt blöd, weil es geht halt nicht anders. Da fehlen halt noch die ganzen Mats und ja, das kann man halt überhaupt nichts gegen tun. Und ja, ich wollte gerne noch so ein, warte mal, das tun wir mal erstmal hier rein, so ein Ziegelstein- oder Backsteinhaus bauen. Dazu brauche ich aber erstmal noch Lehm. Und dass ich auch das Ganze dann machen kann. Die Steine muss ich ja auch dann irgendwie im Ofen brennen. Aber wie gesagt, da fehlen erstmal die Mats. Warte mal, ach, wo hatte ich jetzt den? Ich muss mir diese Schilder machen. Na egal, das tun wir jetzt einfach mal hier rein, so. Oh, und den Rest werde ich hier auch nochmal so ein bisschen verstauen. Ja gut, Leute, dann sage ich jetzt schon mal Tschüss. Ich räume hier erstmal noch ein bisschen auf und wie gesagt, ich werde dann halt so ein bisschen farmen und wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Part wieder und ja, dann gucken wir mal, was wir so anstellen. Lasst euch mal überraschen. Und ja, ich suche hier erstmal noch in den Kisten rum. Aber, naja, irgendwie komme ich da auch schon klar. Also, ich sag mal, macht's gut und bis dann, haut rein, euer Edo. Ciao, ciao.